Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Blastback 2 Challenge Mode Nuzlocke Challenge. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben, genau hier, wo ich mich gerade befinde. Und ja, es ist auch wirklich nichts passiert. Das Team, genauso wie es ist, Skylevel 850, Level Cap ist by the way bei 60. Danke, Andy. Und ja, es hat sich eigentlich nichts verändert. Wir sind wieder hier, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich weiß noch nicht, ob ich diese Route hier weitermachen möchte oder ob ich die Route... Ich kann nämlich hier auch nochmal ein Pokémon fangen, ja? Also es gibt noch eine einzige jetzt gerade, wo ich noch ein Pokémon fangen kann. Von der versteckten Lichtung jetzt mal abgesehen, wo ich immer noch nicht sicher bin, ob ich mir Jungglut holen möchte, weil das, was Andy geschrieben hat, klingt schon ganz plausibel. Oder nach einer guten Erklärung, wieso ich es nicht tun sollte. Trotzdem überlege ich es mir noch, ja. Jetzt gerade brauche ich noch gar keine Angst haben. Noch, ja. Und dass ich jetzt gar keine Angst gesagt habe, wird mir wahrscheinlich Karma jetzt wieder entziehen. Aber noch brauche ich keine Angst haben. Ich brauche noch nicht das Pokémon. Ich werde mich auch ganz schnell darum kümmern, dass Janma erstmal hier raus ist. Apropos Janma. Andi meinte auch, dass Compound Eis, also Facettenauge, ist, glaube ich, zu Aufheber wird später. Und nicht zu Temposchub, was schade wäre. Trotzdem, Aufheber geht auch noch in Ordnung. Ich möchte das einfach aus dem Team raus haben, einfach weil ich Angst habe. Ich habe einfach Angst. Ja, ich möchte das nicht machen. Ich kenne mein Leben gut genug, um einschätzen zu können, was alles so alles passieren kann. Was hatte der hier nochmal so... Okay, alles klar, nicht für mich, weil ich habe so das Gefühl, so das dumpfe Gefühl, ich sollte mir vielleicht mal wieder ein paar mehr Bälle kaufen. Ein paar mehr Ultra Balls. Ich meine, wozu haben wir denn auch... Warte, das sollen schon ein paar mehr sein. Ich meine, wozu haben wir denn auch so viel Geld? Das muss man ja einfach so sagen. Ich glaube, ich habe die Nuggets immer noch, ja. Die müssen wir mal langsam so ein bisschen ausgeben, okay? Also hier machen wir das mal. Und ich denke mal, auch zum nächsten Part werde ich das, nicht Max Sachs hier, die Vorentwicklung. Hier haben wir, glaube ich, noch gar kein Pokémon gefangen am Andela Bay, deswegen. Die Vorentwicklung von Max Sachs, muss ich noch trainieren. Währenddessen aber, Repel habe ich nur einen noch von. Na, ist jetzt nicht so schlimm. Muss ich mal schauen, ob ich hier ein Pokémon fangen kann. Das wäre natürlich noch ein Wasser-Pokémon. Ich weiß nicht, gibt es bei dieser Bucht überhaupt Gras? Oder ist es hier echt nur Wasser? Ich glaube, es ist wirklich nur Wasser. Was für mich also nichts anderes bedeutet, als dass ich mir ein Pokémon fangen werde. Und zwar hier drin. Let go! Ich hoffe, ich kann hier ein Pokémon noch fangen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, hier, jetzt holen wir mal ein richtiges KP-Tank-Monster in unser Team anscheinend. Wenn ich das Pokémon jetzt unregelkonform ins Team nehmen soll, ich nehme es halt noch nicht ins Team, ja. Das heißt, falls es nicht regelkonform ist, falls ich hier schon Pokémon gefangen habe bei der Bucht, ich bin ja jetzt bei der Bucht von Ondula, nicht bei Ondula, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube nämlich aber nicht, dass ich schon bei der Bucht was gefangen habe. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ja. So, jetzt die Frage. Kann ich es schwächen mit Secret Power oder wird es sterben? Ich mach mal Attract, weil bevor es mich dann wirklich... Ich will jetzt einfach nur Bälle werfen, deswegen. Jetzt die Frage, wie nenne ich das Pokémon? Ich hab einen geilen Namen. Jetzt die Frage, was hat das Teil überhaupt auch für eine Fangrate? Ich habe wirklich einen geilen Namen. Oh yeah, es wurde gefangen. Alles klärchen, Valmar. Ball Whale Pokémon. It eats one ton of food every day. Alles klar, ein bisschen übertreiben wieder die Spielentwickler. It plays by shooting stored seawater out of its blowholes with great force. Schön. Ich habe, wie gesagt, auch schon einen Namen. Das ist irgendwie extrem... Irgendwie, ich feiere den Namen. Und zwar... jetzt weiß ich gerade nicht, ob das... Wie wird das nun mal geschrieben? Ich glaube, das wird so geschrieben. Das passt sogar. Ups, das wollte ich gar nicht so. Die SS Anne! Wer sie nicht kennt, ich will nicht gegen dich kämpfen. Wer sie nicht kennt, das ist die, das ist das Schiffchen, aus dem man, in der ersten Generation halt, boah, das ist auch cool gewesen, so ein Geist-Pokémon eigentlich. Das ist das Schiffchen,
dass man halt einsteigt in der ersten Generation von Pokémon. In Urania City hieß, glaube ich, die Stadt. Ach, fuck off. Und ich dachte mir einfach so, ach komm, das passt doch schon irgendwie ein bisschen, oder? Oder der Name passt doch, oder? Oder was meint ihr? Der Name passt doch bestimmt. Ich möchte euch heute in der Frage des Tages, weil ich heute in der Schule ein bisschen nochmal gequatscht habe, über Filme sprechen. Und zwar, schaut ihr gerne Filme? Es hört sich irgendwie so an, als hätte ich diese Frage schon mal gestellt in irgendeinem Video. Aber ich frage euch dann trotzdem nochmal, denn heute in der Schule kam das halt nochmal auf, ob ihr Filme gerne schaut. Ob ihr wirklich gerne Filmegucker seid. Weil ich persönlich muss ja sagen, ich bin kein Filmegucker. This Move Can Be... Was? Ach, Zuflucht heißt es, glaube ich, ne? This Move Can Be Used Only After The User Has... Ja, genau, nee, das ist halt... Das wird nie passieren, glaube ich. Weil ich bin einer, der schaut richtig wenig Filme. Das ist kein Scheiß. Ich gucke richtig wenig Filme. Und wenn ich sage, richtig wenig Filme, dann meine ich auch richtig wenig Filme. Also es ist nicht so, dass ich Filme verachte oder so, es ist halt einfach nicht meins. Ich bin da eher so der Typ, der Videospiele spielt. Ich bin jetzt auch von der Bart, The Simpsons. Also es gibt halt viele Filme, die ich schon geschaut habe, aber es sind halt so zum Beispiel, ich habe noch nie, also doch, ich glaube, ich habe schon mal über das Thema gesprochen, oder? Weil ich erinnere mich schon mal an ein paar darüber gesprochen zu haben, dass ich noch nie Star Wars zum Beispiel geguckt habe. Egal, trotzdem, wir lassen das Thema einfach, ja? Wir lassen das jetzt einfach. Ich bin ein bisschen verpeilt, da kann man sowas mal gern machen. Ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben Star Wars geguckt, noch nie Tribute von Panem geguckt, noch nie Herr der Ringe geguckt, noch nie Flug der Karibik geguckt, noch nie Harry Potter geguckt. Wobei Herr der Ringe ist gar nicht wahr. In der Schule haben wir das mal geguckt, Herr der Ringe. Das war im Musikunterricht, weil wir halt uns im Musikunterricht über Filme halt unterhalten haben. So wie Filmersteller ihre Filme halt aufbauen und so weiter. Und da haben wir halt Herr der Ringe geguckt. So, ich mach gleich weiter. Erstmal gucken wir uns hier unser Weilmar an. Alles klärchen. Lasches Wesen, das bedeutet Spezial, Defensive runter, Defensive hoch, okay. Pressure haben wir ja schon gesehen. Es kann Lake, ja, es ist, glaube ich, Lake. Es kann Taucher, okay. Interesting. Ja. Unser Tank-Pokémon dann wahrscheinlich. Ein cooles Ding. Und dann gibt es immer so viele Leute, die halt immer sagen, hey, du hast doch die Star Wars geguckt und Tribute für Panem und was weiß ich nicht, was das hast du verpasst und so weiter. Und da denke ich mir immer noch so, nee, weil ich brauche es nicht. Ich gucke es nicht, weil ich es nicht brauche. Keine Ahnung, ich habe nicht so den Anreiz. Also, zum Beispiel eine Filmeserie, die ich unglaublich gerne geguckt habe, wirklich unglaublich gerne geguckt habe, war Fast and Furious. Ich frage euch jetzt mal, ob ihr schon mal Lebensdasein Fast and Furious geguckt habt und wie ihr den Film findet, oder die Filme findet, oder den Film, den ihr geguckt habt vielleicht. Weil Fast and Furious ist für mich... mit einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe, beziehungsweise Fast and the Furious Tokyo Drift ist der allerbeste meiner Meinung nach von allen Fast and the Furious Filmen. Ich habe alle gesehen, dazu, das kann man auch noch sagen. Ja, und Tokyo Drift ist einfach meiner Meinung nach der beste von den ganzen. Aber da wollte ich euch halt mal gerne fragen, also so, wenn ich überlegen müsste, was Filme ich schon alles gesehen habe, keine Ahnung, alle Cars Filme habe ich damals geguckt. Transformers-Filme habe ich zwei geguckt. Ich glaube, Transformers... Oh, ich kenne nicht mehr die Titel. 3... Weiß ich gerade nicht mehr. Scheiße. Also, ich habe nicht viele gesehen. Zumindest auf gar keinen Fall viele, die halt extrem im Hype standen. Beziehungsweise in Anführungszeichen stehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber wie gesagt, irgendwie zieht es mich nicht danach. Genauso wenig wie Serien, ja? Ich denke mal, ich erweitere diese Frage einfach mit Schrägstrich Serien. Denn es gibt zigtausend Menschen, die mir so gesagt haben, guck Breaking Bad... Guck Supernatural oder sowas. Guck Grey's Anatomy, was weiß ich nicht, was. Du verpasst das, wenn du es nicht guckst. Ich habe, ungelogen, von zwei Klassenkameraden, in Anführungszeichen eine Liste, also war jetzt nicht irgendwie auf Papier oder so, sondern einfach nur eine Liste gesagt bekommen von Serien, die ich mal schauen sollte. Weil die extrem geil sind. Ich habe bis heute hin, und das ist jetzt irgendwie bestimmt schon ein Monat, zwei Monate her, nicht eine Folge gesehen. Und irgendwie reizt es mich nicht danach, keine Ahnung. YouTube-Videos und so weiter schaue ich extrem gerne. Ich bin sogar einer, es gibt ja viele Leute, die irgendwie so sagen, wieso ist das Video 3 Stunden lang, ich kann mir das alles hier anschauen und so weiter. Ich bin einer, der mir das 3 Stunden am Stück anschauen kann, ja. Aber bei Filmen und bei Serien oder so, da habe ich irgendwie nicht den Reiz dazu. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also natürlich so zwischendurch bekomme ich halt immer mal ein paar Filme mit und so weiter. Sei es zum Beispiel Kevin allein zu Hause, kennen bestimmt sehr viele. Ist auch bestimmt mit in der Top 5 meiner Lieblingsfilme mit dabei. Finde ich unglaublich geil.
dass jedes Weihnachten halt läuft und ich mir das wahrscheinlich jedes Weihnachten auch reinschaue. Titanic habe ich natürlich auch schon geschaut und so weiter. So Klassiker-Dinge. Wobei man natürlich auch sagen muss, Star Wars ist auch irgendwie ein Klassiker. Aber ich habe es auch nie geguckt. Oder Harry Potter oder sowas. Aber das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen Interessensache. Weil ich persönlich sehe, habe da auch kein Interesse dran. Es ist nicht so, dass mich da irgendwas reizt oder so. Ich habe da zum Beispiel einen in der Klasse, der, und das ist auch wieder ungelogen, jedes Wochenende halt ins Kino geht. Natürlich dann nur, wenn ein neuer Film rausgekommen ist. Aber es ist kein Scheiß. Und da frage ich mich dann so, okay, ist natürlich seine Sache und so weiter, aber ich persönlich frage mich dann natürlich so, wie kann man das machen? Ich meine, ich habe nichts gegen Kino. Kinobesuche sind ziemlich cool, weil du hast halt extrem gechillte Sitze. Du hast halt extrem geiles Essen. Also zumindest finde ich, dass das Essen da ziemlich geil ist. Also jetzt nicht nur Popcorn, ja. Dafür sind die aber extrem teuer, meiner Meinung nach. Also die Preise beim Kino finde ich wirklich teuer. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch dann ist von den Preisen her, aber für mich sind die halt ziemlich teuer, muss ich sagen. Aber sonst, wenn ich mal wirklich ganz ehrlich bin, ich brauche nicht unbedingt zum Kino gehen. Ich bin aber trotzdem so einer, wenn mich jemand zum Kino einlädt oder wenn ich mal Kinokarten habe, was ich immer noch habe, ich habe Kinokarten bei mir, dann sage ich nicht nein. Dann sage ich so, also ich hatte das zum Beispiel mit meinem Kumpel gehabt letztens, erst Daniel, den viele von euch vielleicht sogar noch kennen, der Andi zum Beispiel auch noch, ziemlich gut. Mit dem war ich halt im Kino. Wir haben uns den Film, Wie warst du mal? Willkommen bei den Reimern. Nee, wie heißt die nochmal? Willkommen bei den Heimanns. Nee, scheiße. Das war dieser Film, wo dann deutsche Familie den Flüchtling aufgenommen haben und so weiter. Und das irgendwie ein bisschen eskaliert ist und so. Den habe ich mir gemeinsam mit Daniel angeschaut, weil ich ihm so gesagt habe, ey, ich habe ein paar Kinogutscheine. Wie wär's, wenn wir uns das mal anschauen? Dann sage ich, okay. Aber es ist nicht so, dass ich bei mir irgendwie so eigenes Geld, ziemlich viel eigenes Geld, ich irgendwie dafür bezahlen würde, damit ich einen Film halt schauen kann im Kino. So einer bin ich nicht. Das kann ich irgendwie nicht. Weil es klingt zwar komisch, aber mir ist irgendwie das Geld ein bisschen zu schade. Aber wenn jetzt zum Beispiel mich jemand einladen würde, dann würde ich natürlich Geld mitnehmen. Oder wenn ich zum Beispiel Gutscheine habe oder so und das reicht nicht vom Preis her des Films oder so, dann nehme ich natürlich auch selbst Geld mit und so weiter. Das ist ja selbstverständlich. Aber es muss schon ein Film sein, natürlich, der mich auch interessiert. Hurricane. Ist gefährlich, das zu machen, ne? Bei 70 Chancen, ich glaube, ich mach's nicht. Ich glaube, Air Slash ist mir da echt lieber. Wirklich, ja. Wie viele Pokémon der hat. War ich jetzt gerade mal stehen geblieben? Genau, da wollte ich halt euch fragen. Also zum Beispiel bei Serien, um da jetzt wieder zurückzukommen. Es gibt nicht viele Serien, die ich geguckt habe, außer diese 0815-Serien, die ich sogar gesuchtet habe. Also zum Beispiel, ich habe gesuchtet die Simpsons, wirklich. Die Simpsons, eine ultra geile Serie, habe ich wirklich so viele Folgen gesuchtet, das glaubt ihr mir gar nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich auskenne bei den Simpsons. Also, okay, auskennen tue ich mich wirklich. Aber wenn man Fragen zu Simpsons hat oder so, ich kann es beantworten, zumindest die meisten und so. Das kann ich alles beantworten. Oder The Big Bang Theory. Habe ich gesuchtet, die Serie. Jedes Mal Pro7 angeglotzt, ja. Und ich kenne auch so gut wie jede Folge. Genauso ist es mit How I Met Your Mother. Kenne ich auch so gut wie jede einzelne Folge. Ungelogen. Weil ich das gesuchtet habe. Ich kam von der Schule. Ich komme ja jeden Tag um 4 von der Schule. Das ist ungefähr die Zeit, wo sowas halt läuft. Das macht mir jetzt verdammt Angst. Weil das Teil kann Donnerzahn. Und das will ich nicht riskieren. Kann ich Joy einsetzen? Ich hoffe schon, wegen Donnerwurz. Du solltest dich von Anfang an gemacht. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott! Ich sollte den Angriff von Garados übernehmen. Außer es ist Wutanfall, dann bin ich down. Es ist jetzt nochmal Dragon Dance ein, jetzt brauche ich ein bisschen Glück. Kosche, 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 vierfach Schwäche, 6 Level über. Kosche, 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 komm schon. Bitte, bitte, wenn es da draußen Gott gibt. Yes! Jawoll! Also, aber ich bin auch zum Beispiel einer, die meisten Leute, die halt The Big Bang Theory geguckt haben oder hier Dings gegen 2 mit Your Mother oder so, haben auch Two and a Half Men geguckt. Ich war aber nie wirklich derjenige, der Two and a Half Men geguckt hat. Keine Ahnung, da habe ich nie wirklich Interesse daran gehabt. Ich habe zwischendurch immer mal geschaut und so, aber es war nicht so wirklich so eine Serie für mich. Nicht, weil ich irgendwie Charlie Harper oder so hasse oder so, nein, auf gar keinen Fall. Ist halt irgendwie nur so, ach, weiß nicht. Ich finde da irgendwie keinen Anreiz an dieser Serie.
Aber was ich vorhin nochmal gesagt habe, ist halt, ich komme halt so von der Schule, wisst ihr? Und wenn man dann von der Schule kommt, ich komme ja jeden Tag um 4 von der Schule, das ist halt die perfekte Zeit für diese Serien. Weil genau um diese Zeit, wenn ich von der Schule komme, laufen die halt im Fernsehen. Aber ich bin schon mal von der Schule gekommen, habe ich auf dem Sofa gechillt und habe einfach The Big Bang Theory oder How I Met Your Mother genutzt und das extrem oft. Und danach lief er auf ProSieben meistens Newstime, beziehungsweise TAF und dann Newstime und dann läuft immer die Simpsons. Die habe ich dann auch immer geschaut. So während TAF und Newstime zum Beispiel lief oder so, war ich am PC oder am Handy oder so. Aber ich habe das wirklich richtig gerne geschaut. Und haben mir da natürlich dann auch ein gewisses Basiswissen sozusagen angeeignet, was diese Serien angeht. Aber sonst bin ich nicht wirklich belesen. Ich habe auch irgendwann mal geplant gehabt, ja, jetzt hier schon mal ein kleiner Spoilerino an euch. Ich habe nämlich geplant gehabt, in einer Sandquiz-Folge mal Filme, Serien mal einzubauen. Wisst ihr, wie ich meine? Da habe ich mal Bock drauf. Da hätte ich echt mal Bock drauf, so, wisst ihr? So, Filme, Serien. Das wäre schon geil. So ein Sandquiz, einfach nur Filme und Serien. Wobei man ja sagen muss, dass jetzt das jetzige Sandquiz, ich gebe euch eine kleine Information. Der zweite Sandquiz sollte nämlich um Pokémon handeln. Ich wollte eine Pokémon-Spezialserie machen. Ich habe auch schon angefragt. Zum Beispiel einen ganz besonderen. Ich schaue ihn auch gerade an und er weiß, ich weiß auch zu 100%, dass er das jetzt hören wird. der mir gesagt hat, ja, ich habe Zeit, sag mir einfach Bescheid, wenn es soweit ist. So, und dann gibt es halt zwei andere, bei denen ich angefragt habe. Der eine hat sich anscheinend irgendwie abgemeldet und sagt halt so, dass es stressig wird und dass er deswegen keine Lust mehr dazu hat, einen Termin zu finden. Aber wir finden keinen fucking Termin. Und dann gibt es noch einen anderen, der mir nicht mehr antwortet. Der mir echt einfach nicht mehr antwortet. Also ich meine, ich weiß zwar, dass er nicht so oft Skype benutzt und so. Das hat er mir auch schon erzählt gehabt. Aber wenn er weiß, dass wir einen Termin ausmachen, dann sollte man wenigstens mal jeden Tag draufschauen, um mal zu gucken, ob da irgendwas gemacht worden ist. Also bitte, mehr will ich ja wohl nicht erwarten. So ein bisschen nachdenken, ja? Ohne jetzt irgendwie dem Typen zu nahe zu kommen. Ein bisschen nachdenken, so. Weil, jetzt ehrlich, man weiß, dass ich sowas geplant habe und man weiß auch, dass ich einen Termin machen möchte. Und mir dann einfach nicht antworten, von wegen, ja, ich bin ja nicht so oft auf Skype, das finde ich eigentlich sogar relativ dreist, wenn ich so bin, weil einfach halt einmal am Tag nachschauen, das ist ja nicht schwer. Kurz Skype anmachen, nachschauen, ob ich geschrieben habe und fertig ist. Aber der antwortet mir halt irgendwie nicht mehr. Okay, hier kann ich anscheinend nichts mehr machen und ich will auch gar nicht mit dem reden. Und das finde ich halt extrem schade. Ich weiß auch gar nicht, wieso das so ist, weil ich habe auch niemandem irgendwas angetan oder so, ja. Ich bin auch ganz höflich immer gewesen. Ich habe ja auch, ich versuche hier das Beste, einen Termin auszumachen, weil das ist fucking schwer. Mal sehen, was daraus halt wird. Wenn das mit Pokémon, die Spezialfolge, wenn daraus nichts wird, dann muss ich halt gucken, dass ich für die zweite Folge ein anderes Thema mache, ich das schon mal aufnehme und ich das mit Pokémon dann einfach die Zeit, die nächste Zeit dann einfach mit den Typen kläre. Also mit den ganzen Leuten dann einfach irgendwann anderes das dann zusammen kläre. So, und dann würde ich aber trotzdem mal sagen, dass das hier war's. Das hier war's mit Part. Jawohl, alter Lann, ich breche nicht richtig Deutsch. Ich würde einfach mal sagen, dass das hier jetzt der Schlussstrich ist. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, Leute. Macht's gut, haut da rein. Tschüss, Kostjankowski und bye bye.